So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, ich sag mal, Abschluss-Special von Forza Horizon. Verdammt! Motorsport Nummer 5! Mann! Ich hab's ja mit Folge 9 aufgehört und ich habe mir so gesagt, so wenn Spiele jetzt zu Ende sind, so wie das jetzt, werde ich mal einfach mal, ja, nochmal so ein kleines Endspecial machen, wo ich so sage, wie ich das Spiel fande und wie es halt einfach zu spielen ist, ne? Huch. Ja. Ich habe mit Forza jetzt halt ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ich habe es ja dann aufgehört und habe dann für mich privat weitergespielt. ja, Auto wählen. Ich habe ja auch schon den ein oder anderen Wagen, habe ich hier schon auch gekauft. Den hier übrigens finde ich irgendwie extrem geil mit der Frau drauf. Finde ich cool. Ein Aventador habe ich mir auch gestern gegönnt. Und ja, ach, fahren wir einfach mal. Zurück nach Le Mans auf die Highspeed-Strecke mit dem Aventador, macht richtig Spaß. Auf alle Fälle will ich euch mal so ein paar Infos geben über Forza und auch wie ich das Spiel fand. Wie gesagt, Forza Horizon. Ah, ich sag immer Horizon, sag mal. Was soll die Scheiße? Ja, also Forza Motorsport 5 ist natürlich von der Plattform her nur für die Xbox One. Entwickelt von Turn 10 Studios und Publisher ist Microsoft Studios, also die es veröffentlicht haben, glaube ich, heißt das. Und ist am 22. November 2013 erschienen. Ja. Ne? So, ich lasse dir mal vor, dass wir dann hier ganz in Ruhe mal fahren können. So, fahren wir mal. Wir finden uns hier im Lamborghini Aventador in Le Mans. Und naja. Forza Horizon bietet. Motorsport 5 bietet viele Modi, was ich recht. Also, was ich, um echt zu sein, ziemlich cool finde. Und zwar Singleplayer, also das, was ich jetzt halt hier gerade mache, Karrieremodus und freier Modus, also ich kann fahren, was ich will. Finde ich auch recht cool. Natürlich braucht man halt die jeweiligen Wagen dafür. Und ihr seht schon, ich fahre deutlich besser als zum Anfang hin. Vielleicht werde ich mal so für den Multiplayer einfach mal so ein paar Zwischenfolgen machen, wie ich mich hier so in Forza Motorsport 5 schlage. Jemand hat mir auch auf Facebook geschrieben, vielen Dank dafür, freut mich sehr, auch für den Like. Name werde ich jetzt nicht nennen. Ich werde mal nach dir in den Multiplayer Ausschau halten, musst mir natürlich deinen Namen verraten. Wie du halt bei Microsoft schreibst. Am besten eine PN schreiben, sonst sehen es die anderen auch noch. Das ist auch nicht so unbedingt geil. Ihr seht, ich fahre jetzt recht gemächlich. Ja, also das Spiel, also ganz ehrlich, ich finde es einfach der Hammer. Also ich spiele das super gern. Es ist im Moment leider auch das einzige Spiel, was ich für die Xbox habe. Warum? Weiß ich gar nicht. Auf alle Fälle, ich finde, ich mag dieses Spiel einfach. Komm, überholen wir den mal. Dankeschön. Und also über die Grafik brauchen wir uns, glaube ich, nicht wirklich zu streiten. Wie bei PlayStation 4 noch bei Xbox One. Die Grafik ist einfach der Hammer bei beiden Konsolen. Finde ich sehr gut. Das Fahrverhalten von dem Spiel, ja, ist gewöhnungsbedürftig. Also wenn man vorher. Oh, fuck. Ah, wenn man vorher Forza Horizon gespielt hat, da ist die Engine, also die Physik-Engine von den Autos ganz, ganz anders. Also, wo ich das erstmal hier gefahren habe, habe ich gedacht, jawohl, Lamborghini und so kennst du ja. Ganz anders. Es ist definitiv viel, viel, viel schwerer zu driften. Das war bei Horizon nicht so. Da konntest du kilometerweit driften.
ist halt hier anders. Es ist definitiv realistischer, das Fahrverhalten. Wenn was ausbricht, dann bricht es auch in Wirklichkeit, denke ich mal, so aus. Ich bin ja noch kein Aventador gefahren in meiner Lebenskarriere. Na. Das Schadensmodell, ja, eigentlich auch recht realistisch für so. Ich meine, es ist ein Rennspiel und wenn man halt da große Unfälle baut, okay, hat man halt gelitten. Aber die hier nachzustellen, das ist, glaube ich, recht anspruchsvoll. Ist halt recht anspruchsvoll. So Kratzer oder so, oder hinten, was man jetzt aussieht am Hängen, sind schwarze Punkte, das ist Dreck. Also je länger man mit so einem weißen Auto jetzt, sag ich mal, fährt, desto dreckiger wird das auch. Also Realismus ist auf alle Fälle dabei. Hier glühen, bremsen. Hier, guckt, da, seht ihr. Also, ups, falscher Gang. Also ist schon geil Realismus dabei. Oder wenn man jetzt runterschaltet, das weiß ich vom Aventador. Da habt ihr es gesehen. Wenn die Drehzahl runtergeht, überschüssiger Treibstoff wird einfach verbrannt, weg, tschüss. Ohne Kraft aber. Müsst ihr mal unten am Auspuff gucken, wenn ich um die Kurve fahre. Da. Also, ist schon recht realistisch. Was mir ein bisschen fehlt, vielleicht ist das auch in den Einstellungen. Man kann hier auch jetzt gucken, halt wie viel Drehmoment und so weiter. Hier die Reifen, welche, wie viel gute Traktion die haben. Das ist halt dann etwas zu genau, um ehrlich zu sein. Hier haben wir auch die die Federn. Huch, schon abgeschlossen. Ah, gut, scheiße. Also vom Gameplay selber her, also es macht schon richtig Spaß. Also es ist aber eine Gewöhnungssache, man muss sich wirklich ins Spiel langsam reinfinden, weil das Spiel tut sich über das sogenannte Drive Tatar auf denjenigen Spieler abstimmen. Also das, die Xbox guckt sich an, wie fährt er, wie will der fahren und so passen sich die Autos auch demnach an. Mein Drive Tatar ist jetzt bei 45% Synchronisation, also es dauert noch ein wenig. Aber gut. 200 Autos von 50 Herstellern sind hier in Forza Motorsport 5 vertreten. Und was? Ja, das kommt ja natürlich auch noch drauf an, welches. Aber zum Vergleich zum Beispiel lese ich hier gerade bei Forza Motorsport 4 gab es 500 Autos von 80 Herstellern. Also, es ist deutlich geschrumpft. Von der Strecke her muss ich ehrlich sagen, es muss mehr Strecken geben. Wenn ich mal hier durchgehe, die alle gibt es. Auch die Top Gear Quest Strecke, die kann ich ja mal fahren. Ah ja, schöne Highspeed. Ja, komm, fahren wir die mal. Spieleoptionen, Runden 6. So, Rennen starten. Fahren wir einfach. Dann gibt es auch noch DLCs für Forza. Und da lese ich auch gerade auch mögliche Tracks wie Nürnberg beispielsweise. Also es gibt natürlich auch DLCs. Ob ich mir die irgendwann mal holen werde, weiß ich noch nicht. Wenn, dann werde ich sie vielleicht mal kurz zeigen oder sowas. Dann auf der E3 2013 war ja auch Forza Motorsport 5 vertreten. Der Forza Vista wurde da gezeigt, vom Auto her. Ja. Ist jetzt viel Unnützes, was jetzt hier steht. Ja, hat überwiegend positive Bewertung. Für die, die es noch nicht wissen, ich habe mir damals die Limited Edition geholt, sprich, ich habe
halt so einen kleinen Code, wo ich damit oben Gutscheine freigeschaltet habe. Ja, also einfach, das Spiel macht mir einfach Spaß. Ich spiele das super gerne. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, wenn ich jetzt hier fahre, ihr seht es ja gleich, wenn wir jetzt losfahren. Da steht Null Razer oder Levi94. Das sind halt User in der Microsoft Cloud. Aber die fahren irgendwie alle nicht so, wie man halt im Multiplayer fährt. Ich bin dann halt mal im Multiplayer gewesen, eine Zeit lang, hab dann wieder aufgehört, weil ich ein bisschen scheiße fand. Die fahren da wie die Sau. Also so wie ich jetzt fahre, fahre ich auch im Multiplayer, weil ich gerechtes Gameplay will. Aber die im Multiplayer, die fahren wie die Sau. Also unglaublich. Daher weiß ich jetzt nicht, das sind definitiv keine Multiplayer, das ist halt Singleplayer. Aber ich weiß nicht, wie das hier mit den... Boah, ich muss aufstoßen, was soll das denn? Oh, Vorsicht. Also ich denke mal, dass das Fahrverhalten, so wie man fährt, von Microsoft aus aufgezeichnet wird. So wie der hier vor mir, so wie der gefahren ist, so ist er vielleicht vor 3 Wochen gefahren oder so. Und dieses Bild, so wie der fährt, wird mir nur jetzt hier auf meinen Bildschirm auf meine Xbox geschickt. Also da weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Auf alle Fälle macht sich Microsoft da wieder Geld, weil die Konsole ist ja permanent online und die ganzen Daten werden ja auch von den Microsoft-Servern gespeist. Und ich glaube, um das wirklich, um halt zu spielen, braucht man wirklich die Gold-Mitgliedschaft. Weil man zahlt ja bei Microsoft auch für den Online-Dienst. Bei der PlayStation, bei Sony weiß ich es gar nicht, aber ich glaube, die wollen das mittlerweile auch machen. Finde ich aber auch gut, weil bei Sony gab es halt öfters Serverausfall oder halt Probleme mit dem Netzwerken. Man sieht es ja bei GTA 5 teilweise. Ist aber auch so bei Microsoft. Aber bei Microsoft sind die Ausfälle von den Servern recht gering und es läuft auch super flüssig. Also dafür ist das Geld auch natürlich... Sag mal, halt doch an. Dafür ist das Geld natürlich auch dann nicht ganz für die Katz, aber es ist schon recht teuer. Es kommt natürlich darauf an, was man sich kauft, ob man sich die 12 Monate Mitgliedschaft kauft. Das werde ich mir auf alle Fälle jetzt holen, wenn dann meine Goldmitgliedschaft, meine 3 Monate, ich wollte das erstmal testen. Bewegt sich die Kamera eigentlich da oben? Nein. Schade. Scheiß auf die Plätze jetzt, ich will ja nur das Spiel ein bisschen zeigen. Aber okay, das war es eigentlich so von Forza Motorsport so direkt. Hoffentlich kommt jetzt nicht wieder Forza Motorsport 6. Es ist im Prinzip immer das Gleiche. Ich hoffe, dass dann sozusagen wieder Horizon oder Forza Horizon 2 rauskommt. Das wäre richtig geil, weil Horizon habe ich richtig gefeiert. Fand ich richtig cool. Ansonsten könnt ihr mir ja so mal in die Kommentare schreiben, ob ich ab und zu mal so ein Video raushauen soll, wenn ich hier so eine Runde fahre. Nachdem ich das LP abgebrochen habe, weil es ist einfach wirklich immer das Gleiche. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich fahre immer dieselben Strecken. Ich habe alle Strecken schon gefahren. Sie werden nur ein bisschen ändern. Man fährt jetzt halt jetzt zum Beispiel nicht jetzt bei dieser Kurve. Da muss man halt natürlich links fahren. Ups. Aber vielleicht in einer anderen Session, da fährst du halt vielleicht hier so links. Und da vorne fährst du dann gleich wieder links und nicht geradeaus. Da fährst du vielleicht dann hier wieder rein oder so. Aber im Prinzip sind die Strecken und die Szenerie immer das Gleiche. Daher habe ich in den 10 Folgen schon fast alles gezeigt. Das Einzige, was man halt zeigen kann, ist die Autos. Aber, weiß nicht. Und der Multiplayer, der ist mir einfach zu blöd, sage ich mal, weil da halt auch die ganzen Voices von den anderen Leuten dabei sind. Das würde halt beim Gameplay ein bisschen stören im Multiplayer. Vielleicht werde ich das mal irgendwann mal zeigen. Ich weiß es noch nicht, ob ich das zeigen werde. Fest steht es noch nicht. Upsala. Hoppala. Ansonsten Forza Motorsport 5 finde ich recht geil. Die Grafik ist der Hammer. Kann man nicht sagen, weder halt bei Xbox noch bei PlayStation. Na komm schon, Heck. Also driften ist extrem schwer. Also ich krieg's kaum hin. Ja, ich wollte ja hier noch ein bisschen was zeigen. Hier haben wir ja die Federung.
Hier haben wir, was für die Kleinen hier so. So die G-Kraft, die auf einen einwirkt. Also wenn ich jetzt mal bremse, wirkt hier 1,5 G auf uns. Dürfte beim Driften sogar noch größer sein. Aber es ist mal interessant so zu sehen, wie man, wenn man so im Inneren sitzt, wie sich das so verhält. Jetzt werden wir nach rechts und jetzt nach rechts hinten. Jetzt wird es dann nach hinten gedrückt, also ist schon recht cool. Und dann gibt es halt hier noch so von den einzelnen Reifen, der Radsturz, wenn du längst oder sowas, wird das ja hier alles gekennzeichnet. Die Geschwindigkeit, Temperatur, Luftdruck und die Abnutzung wird hier auch noch gekennzeichnet, sehe ich gerade. Aber da fehlt der Realismus irgendwie. Ich bin schon, habe ich mal einfach so am Wochenende 20 Runden bin ich da gefahren und null Abnutzung, also das kann es irgendwie nicht sein. Ansonsten rechts geil. Hier ist halt noch die genauere Temperatur, wenn ich jetzt mal, ich gehe jetzt mal hier. Also ihr seht, die hinteren Reifen, die haben jetzt 160 Grad eben gehabt. Oh, falscher Gang. Und halt hier so schadenmäßig auch die Bremsen. Das finde ich auch ein bisschen komisch. Also da habe ich auch noch keine Defizite gemerkt. Da muss ich auch mal schauen. Ich denke mal, das ist alles an den Einstellungen. Dass das noch realistischer, dass man beim Bremsen auch irgendwie mal Fehler hat. Ja, das war's. Ansonsten finde ich ganz schön rechts oben so die Zeitangabe so ein bisschen in 3D und links eigentlich. Ja, ist alles so ein bisschen in 3D gekoppelt. Nicht so 2D, also wirkt ein bisschen dreidimensional halt. Was ich auch cool finde, wenn ich jetzt mal hier stehen bleibe, man sieht. Wenn man genau hinguckt auf dem Rasen. Wirklich auch die Grashalme und die Blumen. Und das definitiv genau. Man sieht halt immer noch drunter die Bodentexturen, aber es ist ein bisschen 3D-Gras auch dabei. Das war vorher nicht so möglich. Ah, ich will hier immer rumdriften, das geht aber nicht. Der Sound von den Autos finde ich recht auch realistisch. Aus YouTube-Videos weiß ich, dass sich der Aventador genau so anhört. Ich kann noch mal nach innen, das sieht auch recht. Eigentlich auch recht cool aus. Und wenn mir hier draußen was flöten geht, sprich jetzt der Außenspiegel hier, ne? Ah! Wenn der Außenspiegel jetzt auch irgendwann mal weg sein sollte. Dann fehlt ja auch in der VC-Perspektive. Das finde ich auch recht cool. Was das auch gibt, ich fahre mal hier zu den Personen. Da sieht man's. Die sind hier in sogenannten, auch hier im 2D. Aber auch, sie sind auch recht gut gezeichnet. Man sieht's aber. Wenn ich jetzt aber hier, guck mal, die Gesichter bewegen sich mit der Kamera. Sprich, die gucken immer in meine Richtung. Hier, seht ihr? Oh, hallo. Oh, sieht doch recht HD-mäßig aus. Also jetzt kein Super HD, aber hier sieht man, also die Gesichter bewegen sich immer zur Kamera. Dann jetzt halt denn die ein oder andere 3D-Person mit der Fahne. Und die ganzen Rennstrecken, die finde ich auch recht geil. Also, oh, so ein Glück auch. Nun gut, ich mache dann mal hier Schluss und ja, ihr habt jetzt halt so für die von den 10 Folgen so einen letzten Eindruck von Forza bekommen. Kann ich nur empfehlen, wenn man halt eine Xbox One hat. Das ist halt das einzige Manko. Ansonsten muss ich sagen, richtig geiles Spiel und seid nicht am Anfang gleich enttäuscht, wenn es nicht funktioniert. Es dauert ein wenig, habe ich selber festgestellt. Nun gut, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Ich weiß noch nicht, wann es kommt, denn ich bin ja auf Sparkus für einen neuen Rechner. Da kann ich halt nicht so Geld jetzt für Spiele ausgeben. Die Xbox war eigentlich der letzte gekaufte Triumph, sage ich mal, für ein bisschen mehr Geld. PS4 wird ein bisschen dauern. Aber egal, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Bis demnächst. So, vielen, vielen Dank, dass du dir das Video angeguckt hast. Bin ich sehr dankbar natürlich für Kommentare. Bin ich natürlich auch relativ offen, sage ich mal. Du kannst bei mir mal auf meinem Hauptkanal bei YouTube halt vorbeigucken, Twitter oder Facebook, da bin ich auch vertreten. Mittlerweile auch Google Plus, das ist jetzt hier gerade nicht eingeblendet. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Ja, was gibt's noch zu sagen?
Nichts, einfach nichts. Gut. Wir sehen uns vielleicht beim neuen oder beim nächsten Video von mir.